Moin aus Bremen. Die erste Woche der EM ist vorbei. Ein bisschen mehr als die erste Woche, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Und jetzt nach gut 5 Jahren Pause konnte man mal auch wieder einen Sieg der deutschen Nationalmannschaft bei einem großen Turnier sehen. 4-2 gegen Portugal. Und darüber wollen wir heute Morgen reden und natürlich auch schauen, was das für den Turnierverlauf aus deutscher Sicht bedeutet. Dafür, anders als Jogi Löw, nutzen wir beim Weser-Kurier die unfassbare Breite unseres Kaders und haben einmal gewechselt. Zum ersten Mal in unserem EM-Talk heute dabei Malte Bürger, Redakteur und langjähriger Werder-Reporter. Moin Malte, schön, dass du dir die Zeit genommen hast. Moin, sehr gerne. Und haben wir gerade auch schon im Vorgespräch gesagt, ein bisschen Kontinuität braucht jede Mannschaft. Deswegen bleiben wir bei unserem Spielmacher. Unser Chefreporter Sport ist natürlich auch wieder dabei. JJ Bär, moin auch an dich. Ja, moin. Dann bleiben wir auch direkt bei dir, JJ. Wir haben ja, die deutsche Mannschaft hat nach dem Frankreich-Spiel von dir jetzt nicht das beste Zeugnis ausgestellt bekommen. Und du hast auch in einer folgenden Kolumne nicht nur was das System angeht, einige Fragen gestellt, sondern vor allen Dingen dir auch erhofft, dass da so eine Selbstreflexion stattfindet. Mein Eindruck, zum Teil ist es auf jeden Fall, hat das stattgefunden. Ich habe das Spiel definitiv anders gesehen oder die Mannschaft anders gesehen, als sie gegen Frankreich aufgetreten ist. Wie war es für dich? Ja, absolut. Es wirkte zeitweise so, als hätte unsere Kolumne an der Kabinentür gehangen, wie es so im Kreisliga-Fußball manchmal passiert. Denn es war nach ein paar Minuten schon zu sehen. Erinnert euch an die Szene, wo Havertz mal kurz bei Pepe Hallo sagte. Sehr früh, Pepe ist ganz irritiert, wer ihm da in die Hacken gegangen ist. Die Szene gab es in anderen Varianten auch mit Thomas Müller und Pepe. Und Ronaldo hat sehr früh einen Gruß von Mats Hummels bekommen. Schön auch von hinten einen Stoß fernab des Spielgeschehens. Und da konnte man sehen, ey, die Jungs, die wollen Präsenz zeigen. Die wollen heute vieles von dem wieder gut machen, was sie gegen Frankreich schlecht gemacht haben. Denn das darf man jetzt nicht verwechseln. Frankreich bleibt ein schlechtes Spiel und Portugal war jetzt ein ziemlich gutes Spiel der deutschen Mannschaft, wenn es um die Offensive geht. Malte, wie hast du es gesehen? Ja, absolut. Also starker Beginn direkt und umso überraschter, in Anführungszeichen, war ich, dass dann auch nach diesem ja doch frühen Rückstand die Mannschaft überhaupt nicht nachgelassen hat, sondern tatsächlich weitergemacht hat, sich belohnt hat. Man hatte so das Gefühl, auch fürs Publikum so eine Art ja ganz zartes Liebesbekenntnis zurück. So wie ja quasi zu früheren Zeiten, wenn man eine Partnerin oder einen Partner im Kino so ein bisschen überraschen wollte, eine Runde Popcorn ausgegeben hat. Es war ein erstes Signal, aber es ist natürlich noch viel, viel Arbeit. Also wer jetzt in Euphorie ausbricht, ist, glaube ich, auch in der falschen Richtung unterwegs. Ja, wir haben ja auch gerade hier in unserem EM-Talk vor Turnierstart gesagt, die deutsche Mannschaft hat vor allen Dingen in der Offensive ihre Stärke, die kann die Spiele vor allen Dingen in der Offensive entscheiden oder sollte sich zumindest darauf konzentrieren, die Spiele in der Offensive zu entscheiden. Wir haben jetzt bislang auch recht behalten, selbst beim Portugal-Spiel ist es auch nicht zu null ausgegangen. Wo seht ihr denn den größten Schritt, JJ, im Vergleich zum Frankreich-Spiel? Was hat besonders oder was hat am besten funktioniert oder wo war die größte Verbesserung im Vergleich zum ersten Spiel? Ja, es war genau dieses Spiel im letzten Drittel, wie man so schön sagt, also im gegnerischen Strafraum. Das haben wir gegen Frankreich nicht hinbekommen. Wir waren da nicht präsent. Wir hatten da nur anderthalb Chancen gehabt gegen Frankreich. Und jetzt gegen Portugal waren wir ständig im letzten Drittel. Und wenn wir mit unserer Qualität, die wir da haben, mit Havertz, mit Müller, mit Gnabry und dann von den Außenbahnen rechts Kimmich, links Gosens immer wieder in diese Zone reinstoßen, dann sind wir auch gefährlich. Und dann zwingen wir den Gegner entweder zu Eigentoren, wie wir es jetzt gegen Portugal gesehen haben, oder wir machen die Buden halt selbst. Und wenn wir diese Präsenz jetzt auch in den nächsten Spielen haben, werden wir wieder unsere Tore machen. Ich bleibe dabei, ich bin skeptisch, was die Defensive angeht. Wir werden hinten nicht zu Null spielen bei diesem Turnier, vielleicht einmal, aber ansonsten nicht. Und deshalb brauchen wir Tore, deshalb war es genau der richtige Ansatz, vorne reinzugehen. Malte, JJ hat es gerade erwähnt, es gab sicherlich gegen Portugal viele positive Eindrücke von Spielern, die es beim Turnierauftakt gegen Frankreich nicht ganz so gut abgeliefert haben. Vor allen Dingen beim letzten EM-Talk hier hatten wir Kai Havertz im Fokus. Der hat in den ersten Minuten tatsächlich teilweise tranig, ein bisschen leblos gewirkt und letztendlich auch wirklich insgesamt kein gutes Spiel gemacht. Wenn man sich jetzt die Scorer, die Torschützenliste von gestern Abend anguckt, sieht man, dass sich das allein in der Beziehung schon geändert hat. Was waren für dich gestern zentrale Figuren? Also natürlich Kai Havertz, gerne auch deine Einschätzung, wie er sich im Vergleich zum letzten Spiel entwickelt hat. Aber wer ist dir da vielleicht noch besonders ins Auge gefallen? Wer hat das deutsche Spiel so am weitesten nach vorne gebracht?
Ja, absolut. Also Kai Havertz habe ich definitiv auch auf dem Zettel. Der bewirbt sich meiner Meinung nach intensiv um die Nachfolgerrolle eines Mesut Özil. Nicht spielerisch, sondern was sein Ansehen angeht. Ich glaube, das wird ein sehr streitbarer Charakter bleiben. Ist natürlich noch sehr jung, hat dementsprechend noch viel Entwicklungspotenzial. Aber ich glaube, dass es irgendwann darauf hinauslaufen wird, man wird ihn lieben oder man wird ihn hassen. Es wird immer wieder Szenen geben, wo man denkt, mein Gott, Junge, da kannst du ein bisschen mehr bringen. Gestern waren tatsächlich viele oder überwiegend die Szenen dabei, wo er eben mehr gebracht hat. Er hat gestört, aber die ganze Körperhaltung, die Attitüde, manchmal erinnert sie doch ein wenig an, wie gesagt, an besagten Mesut Özil, wo man auch immer das Gefühl hatte, es gibt Spiele, da ist er nicht hundertprozentig da. Das wird echt eine spannende Frage, weil fußballerisch hat er natürlich einiges drauf, aber da muss man gucken, wie sich das weiterentwickelt. Ansonsten ein anderer Name. Ich glaube, bei dem Spiel kommen wir um Robin Gosens nicht drum herum. Das ist schon phänomenal, was der Mann gestern gespielt hat. Wobei man natürlich auch da jetzt, würde ich sagen, keinen Hype da groß auslösen sollte. Der hat bei Atalanta Bergamo schon sehr, sehr gut gespielt. Das ist ein fantastisches Fußballprojekt, muss man sagen. Total spannend, wie diese Mannschaft in der Serie A die Großen ärgert. Also es wird da manchmal so ein bisschen getan, natürlich aufgrund seiner Vorgeschichte, als hätte der gestern das erste Mal gegen den Ball getreten. Das ist natürlich auch nicht so. Der hat sich diesen Platz redlich verdient. Und wenn man das ja in der Aufstellung oder in der Leistung sieht, dann hat er es auch verdient, weiter so zu spielen. Er ist elementar wichtig momentan für die Mannschaft, aufgrund eben, da sind wir wieder bei der Attitüde, Stichwort Havertz, er bringt einfach das mit, was dieser Mannschaft gefehlt hat. Er ist ein Puzzleteil, was dieser Mannschaft unheimlich gut tut. Und man möchte ihm oder man muss auch dieser Mannschaft wünschen, dass im Turnierverlauf mit ihm nicht großartig was passiert. Ob nur eine Sperre, eine Verletzung oder etc. pp. Es gibt einfach keinen Zweiten, der genau diese Art, die diese Mannschaft so unheimlich braucht, momentan ausstrahlt. Auch kein Joshua Kimmich und auch nicht die Sechser, die vielleicht noch reinkommen, ob es ein Emre Can ist, der, wenn der noch mal ein bisschen Körperlichkeit mit reinbringen soll, dieser in Anführungszeichen zweite Anzug, der funktioniert noch nicht hundertprozentig. Deswegen kann man nur hoffen, dass einer wie Robin Gosens möglichst lange wie die Mannschaft auch durchhält bei diesem Turnier. Das Schöne ist ja auch, du hast gerade gesagt, Havertz ist so ein bisschen wie Mesut Özil. Das kann man bei Gosens sagen, der ist so ein bisschen der Lukas Podolski dieser Mannschaft. Ne? Das hat mich total an den erinnert gestern. Ich glaube, das ging vielen Fernsehzuschauern auch so. Nicht nur wegen der Rückennummer und der Frisur, sondern auch dieser rustikalen, körperlichen Art, wie der da von links reinzieht und immer den Weg zum Tor sucht, sei es mit einer Flanke oder mit einem Torschuss. Das tut der Mannschaft schon verdammt gut. Das ist ein bisschen erfrischend, weil wenn Havertz so ein bisschen arrogant wirkt und filigran spielt, dann ist Gosens halt total das Gegenteil und ergänzt sich das, glaube ich, ganz gut. Oma, jetzt, wenn wir schon die beiden so ein bisschen herausheben, ich finde auch, dass man in den Interviews einen ganz guten Kontrast gekriegt hat. Natürlich, Havertz ist auch ein bisschen jünger noch und ist wahrscheinlich auch noch, oder lässt sich mutmaßlich noch ein bisschen mehr von der Kulisse beeindrucken, aber So wie Robin Gosens vor der Kamera geschnackt hat, also irgendwie frei von der Leber weg, man merkt schon, dass der nicht im Fußballinternat war, glaube ich. Wenn man danach Kai Havertz gehört hat, das war dann doch eher wieder der Standardmediensprech. Ist das was auch so insgesamt, glaube ich, nicht nur natürlich durch die spielerische Leistung, aber auch so ein Publikum mehr mitziehen kann, wenn er mal wieder halt quasi ein Fußballer, ein Kicker, so ein Straßenkicker mitspielt. Und du hast es gesagt, Lukas Podolski war ja im Prinzip damals auch, als er von Klinsmann und Jogi Löw quasi groß gemacht wurde vor die Nationalmannschaft. Das hat ja wirklich auch so ein ganz neues Gefühl ausgelöst, weil das einfach der Typ Straßenkicker war. Wie siehst du das, Malte? Ja, Robin Gosens verkörpert, glaube ich, genau das, nachdem sich die Fans im Prinzip gesehnt haben. Eben nicht dieses glattgebügelte, diese Medienschiene, die da gefahren wird mit diesem katastrophalen Hashtag die Mannschaft und so weiter. Also er drückt im Moment all das aus, was ein Fan gerne sehen möchte. Er möchte jemanden sehen, der in Ansätzen sozusagen einer von ihnen sein kann, eben weil er diese Underdog-Story hat, weil er diese Leistung bringt und weil er eben einfach drauf losredet. Man darf nur hoffen, dass er das möglichst lange auch noch tun darf und dass der DFB auch nicht da irgendwann sagt, den Gosens stellen wir entweder gar nicht mehr hin oder wenn, dann sagst du bitte, wir haben gut gespielt und der Trainer stellt mich auf, wo er mich haben will. JJ, wie schätzt du das ein? Sind wir jetzt schon wieder zu weit, den Jungen irgendwie ins Schaufenster zu stellen? Oder ist das eine Sache, die wirklich jetzt über Jahre gerade auf der linken Seite, wo wir nicht immer vor allen Dingen auch defensiv gut aufgestellt waren in der Nationalmannschaft, eine Sache, die irgendwie über Jahre richtig, richtig gut funktionieren kann? Wie siehst du das?
Ja, ich bin auch so ein bisschen skeptisch gewesen bis zum Portugal-Spiel, muss ich sagen, bei Gosens, weil das wirkt ja alles nicht wirklich ausgereift, was er macht auf dem Feld. Ne? Das wirkt so ein bisschen, ja, man hat den Eindruck, auf dem hohen Level hat er noch nicht viele Spiele gemacht, obwohl er in der Serie A unterwegs ist. Und es wirkt so rustikal und so auf seine eigene Art macht er das eben nicht so. Du hast eben gesagt, er war nie in einem NLZ. Man sieht, dass er das nicht von der Pike auf gelernt hat, dass er es aber mit Instinkt macht, alles, was er da tut. Und das funktioniert ganz gut. Er hat die Klebe dazu, um auf der linken Seite in die Fußstapfen von einem Lukas Podolski zu treten. Wir hatten da zwischenzeitlich so ein Loch, das ist richtig. Die linke Seite war ein Experimentierfeld. Vielleicht haben wir die Lösung ja jetzt tatsächlich gefunden. Ganz jung ist er nicht mehr, ist jetzt auch schon 26. Das heißt, es ist jetzt auch für ihn die beste Gelegenheit, sich in der deutschen Mannschaft zu etablieren. Machen wir einen Strich unter das Spiel von gestern. Ich glaube, loben kann man auch noch an vielen Stellen, aber insgesamt bleibt, das höre ich auch bei euch raus, wirklich ein guter Eindruck nach dem weniger guten Auftakt gegen Frankreich. Lass uns nochmal dann auf den Mittwoch blicken, das Endspiel quasi in der Gruppe. Ungarn, Mittwochabend um 21 Uhr, hat sehr überraschend ein 1:1 gegen Frankreich geholt. Wie können wir diese Mannschaft einschätzen? Und vor allen Dingen auch, ja, worauf muss Deutschland achten, da jetzt nicht so überheblich dran zu gehen, Malte? Wie schätzt du die Ungarn ein? Also Überheblichkeit kann ich mir irgendwie beim besten Willen nicht vorstellen. Man wird zwar beim DFB-Team ja immer mal eines Besseren belehrt, aber das kann ich mir wirklich nicht vorstellen, eben gerade aufgrund dieses 1:1 gegen Frankreich. Andererseits, also die Mannschaft, also die ungarische Mannschaft hat definitiv Schwächen offenbart, wo die deutsche Mannschaft zupacken kann. Insofern, ich glaube schon, dass da logischerweise ein Sieg und ein Weiterkommen Pflicht ist, ganz klar. Aber Ungarn wird natürlich, weil sie ihre Chance wittern, aufgrund der tabellarischen Konstellation, sicherlich alles probieren und alles reinpacken. Nur muss man eben auch abwarten, wie die Mannschaft letztendlich taktisch agieren wird. Ich glaube, die Ungarn werden kein Offensivfeuer abbrennen können, auch wenn sie den Sieg dringend brauchen. Dafür wären dann zu viele Räume da, die die deutsche Mannschaft nutzen könnte. Insofern vermute ich fast, dass es erneut so eine Art Konterspiel werden wird. Und wenn die Ungarn sich erstmal im eigenen Strafraum verbarrikadieren, dann könnte es wieder die deutschen typischen Probleme geben, dass plötzlich keine Lücken gerissen werden, dass plötzlich ja der Schwung wieder fehlt und man um den Strafraum herumsteht, es mit hohen Flanken versucht und der Einzige, der da eigentlich einen nehmen kann, wäre Thomas Müller. Alle anderen gehen entweder nicht entscheidend genug zum Kopfball oder sind zu klein. Insofern, da muss man dann wirklich mal abwarten, wie das Spiel sich entwickelt. Ich glaube auf jeden Fall, dass es in 90 Minuten intensives Spiel wird. Würde mich natürlich freuen, wenn es die Deutschen innerhalb der ersten Halbzeit schon mit frühen Toren regeln, aber das kann ich mir irgendwie beim besten Willen nicht vorstellen. Von der Konstellation ist es ja jetzt ziemlich klar, wir brauchen einen Sieg oder einen Unentschieden, dann sind wir auf jeden Fall sicher im Achtelfinale. Wenn wir verlieren dieses Spiel, dann können wir auch Gruppenletzter sogar noch werden. Also das ist alles noch drin am letzten Spieltag. Ich sehe einen großen Vorteil für die deutsche Mannschaft, nämlich dass das Spiel in München stattfindet. Das war jetzt für Frankreich auch so ein bisschen das Problem bei ihrem Spiel gegen die Ungarn, dass sie da im Hexenkessel fast ausverkauft mit 60.000 fußballverrückten Ungarn antreten mussten. Das war schon eine ganz besondere Atmosphäre. Das war super Heimvorteil für Ungarn. Das fällt weg, wenn sie jetzt gegen uns spielen. Das wird von der Atmosphäre her ein ganz anderes Spiel werden. Allerdings muss Deutschland aufpassen, dass sie, wir sind ja hier aus Bremen, weniger Werder spielen, unbedingt. Denn das war jetzt auch gegen Portugal zu sehen. Standards verteidigen ist nicht die Stärke der deutschen Mannschaft. Konterabsicherung ist ganz offensichtlich auch nicht die Stärke der deutschen Mannschaft. Und viele Werder-Fans, die Deutschland gesehen haben, haben gedacht, hey, das sind doch wir. All diese Fehler hat Werder jetzt 2 Jahre lang zelebriert. Das musst du abstellen gegen die Ungarn, sonst kommst du da in Schwierigkeiten. Denn wenn du da 0:1 zurückliegst, wie wir es jetzt gegen Portugal erlebt haben, dann bin ich ganz bei Walter. Die können sich sehr gut verbarrikadieren und dann musst du sie erstmal knacken. Also das sollten wir tunlichst verhindern. Darüber hinaus hängt natürlich auch immer noch sehr viel davon ab, was im anderen Stadion passiert. Also ja, Portugal hat der deutschen Mannschaft gestern das Leben schwer gemacht. Nichtsdestotrotz muss man auch sagen, dass die Leistung der Portugiesen bislang auch noch nicht überragend war bei diesem Turnier und man sich fragen muss, wie will diese Mannschaft denn eigentlich Frankreich schlagen? Die zwar auch ihre Probleme hatten, die Franzosen, aber da ist dann doch schon die größere Offensivpower vorhanden und insofern kann ich mir auch nicht so recht vorstellen, dass Portugal mal eben Frankreich schlägt und dann ja in dieser Gruppe nochmal alles komplett durchgewirbelt wird. Aber ich lasse mich überraschen. Eine EM bietet ja immer ein paar Möglichkeiten. Vielleicht nochmal auf die Ungarn. Bei allem Respekt für Adam Scholloi, den wir ja auch aus der Bundesliga kennen. Das ist jetzt gerade in der Offensive nicht das, was wir jetzt gegen Frankreich mit dem Mbappé oder Cristiano Ronaldo und auch diversen anderen, die um Ronaldo rumspielen, die da auf Mats Hummels zulaufen werden.
Wo glaubt ihr, muss man gegen die Ungarn am meisten aufpassen? Also selbst wenn sie sich verbarrikadieren über Scholloi kontern, werden sie wahrscheinlich nicht. Gibt's da, habt ihr da ein, zwei Figuren im Kopf, die man so ein bisschen auch als Zuschauer auf dem Zettel haben muss? Ja, allen voran kennen wir natürlich den Torhüter von RB Leipzig, Gulakschi, der jetzt auch gegen die Franzosen überragend stark gespielt hat. Und damit ist das Problem auch schon aufgezeigt. Das ist möglicherweise der beste Torwart, auf den wir treffen in dieser Gruppenphase, in der überragenden Form. Und da musst du schon sehr platziert vorne abschließen, denn er hat da die Krake geradezu gemacht, wie wir hier in Bremen sagen, in vielen, vielen Szenen bisher bei dieser Europameisterschaft. Also sehr, sehr gut. Ansonsten sehe ich bei den Ungarn eher die Stärke im Kollektiv. Und in einer gewissen Körperlichkeit, das strahlen sie aus und da muss man einfach dagegen halten. Ja, wenn wir schon bei Werder sind, dann schaut man hier natürlich immer noch so ein bisschen auf Laszlo Kleinheißler und guckt, was der noch so reißt, die kurze Zeit, die er in Bremen war. Galt am Anfang ja auch so ein bisschen als ja, vielleicht so eine kleine Wundertüte, die in Bremen zünden könnte, aber das hat dann doch nicht geklappt. Nichtsdestotrotz, also ich glaube, dass es im Mittelfeld gerade ein bisschen körperlicher zugeht, dass vielleicht Spieler wie Toni Kroos oder so sich darauf einstellen müssen, dass es da auch mal auf die Füße geht. Und da wird es, glaube ich, dann interessant werden, wie die Mannschaft das wegsteckt. Ich glaube aber auch, dass da wieder auch aufgrund der Spieler, die in der Bundesliga unterwegs sind, ein Orban kann man da natürlich auch noch nehmen. Und wenn dann Radio Müller wieder anspringt, also kann ich mir auch vorstellen, dass es für die auch irgendwann zwischendurch nervig wird. Ja. Machen wir einen Strich darunter. Insgesamt war das auch hier im EM-Talk eine ganz andere Stimmung als nach dem Frankreich-Spiel. Also das Portugal-Spiel scheint gut angekommen zu sein und hoffen wir mal, ein bisschen parteiisch dürfen wir ja, glaube ich, sein, dass es auch im deutschen Lager in den nächsten Tagen so der Fall sein wird. Vielen Dank, Malte, vielen Dank, JJ, für eure Einschätzung. An der Stelle treffen wir uns dann wieder am Donnerstagmorgen, also nach dem Spiel der Deutschen gegen Ungarn in München, 21 Uhr ist Anpfiff. Dann wissen wir, wie die Gruppe beendet worden ist und wie es für die Deutschen weitergeht. Also, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, vielen Dank nochmal fürs Zuschauen. Wieder mal. Ich hoffe, Sie bleiben uns treu. Also auch nach dem Gruppenfinale dann wieder am Donnerstag gegen Mittag bei uns auf weserkurier.de, unser EM-Talk. Dann wünschen wir Ihnen noch ein schönes Restwochenende und bleiben Sie gesund. Tschüss.